Hallo ihr Lieben, in diesem Video schauen wir uns die beiden Fenster orientierter Flächeninhalt und Integralgrenzen an. Dafür solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt zwischen zwei Funktionen berechnet und was ein orientierter Flächeninhalt ist. Das Ziel dieses Videos ist es, Integralgrenzen so zu wählen, dass wir den gesamten Flächeninhalt einer Funktion berechnen können. Fangen wir an. In diesem Beispiel haben wir die Funktion f von x ist gleich Sinus von x gegeben. Und wir sollen das Integral von 0 bis 2pi von f von x berechnen. Also, wie gehen wir vor? Wir bilden das Integral von 0 bis 2pi von Sinus von x dx und das ist gleich minus Cosinus von x mit den Grenzen 0 bis 2pi. Setzen wir jetzt die Grenzen ein, erhalten wir minus Cosinus von 2pi plus Cosinus von 0. Und das ist gleich minus 1 plus 1, also ist der gesamte Flächeninhalt gleich 0. Das liegt daran, dass im Intervall pi bis 2pi der Flächeninhalt negativ ist. Man spricht von einem orientierten Flächeninhalt. Aber wie können wir jetzt berechnen, was der tatsächliche Flächeninhalt ist? Dafür schauen wir uns das Beispiel b an. Und gleich eine Aufgabe für dich. Versuche, den Flächeninhalt zwischen f und der x-Achse selber zu berechnen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay, wie gehen wir vor? Nun, wir berechnen zunächst das Integral von 0 bis pi von Sinus von x dx. Das ist gleich minus Cosinus von x mit den Grenzen 0 bis pi. Und eingesetzt erhalten wir minus Cosinus von pi plus Cosinus von 0. Das ergibt minus minus 1 plus 1, also 2. Weiters berechnen wir jetzt den Flächeninhalt von pi bis 2pi von Sinus von x dx und erhalten dafür minus Cosinus von 2pi plus Cosinus von pi. Das ist gleich minus 1 minus 1. Das heißt, der Flächeninhalt von pi bis 2pi ist gleich minus 2. Um jetzt den gesamten Flächeninhalt zu erhalten, müssen wir die beiden Flächeninhalte addieren, allerdings die Beträge der beiden Flächeninhalte. Und wir erhalten, der graue Flächeninhalt hat insgesamt eine Fläche von 4. Gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt die Funktion f von x ist gleich minus 15x² plus 195x minus 330 und g von x ist gleich 8x² plus 12x minus 176 gegeben. Und wir sollen den Flächeninhalt a berechnen. Lukas rechnet jetzt das Integral von 2 bis 7 von f von x minus g von x dx. Allerdings ist das nicht richtig. Überlege dir jetzt zunächst, wieso das jetzt nicht richtig ist und versuche, eine Formel für den Flächeninhalt aufzustellen. Okay, wieso können wir jetzt mit diesem Integral die Fläche von a nicht berechnen? Naja, schauen wir uns das genauer an. Mit dem Integral von 2 bis 7 von f von x minus g von x erhalten wir diese Fläche hier. Also ist sie etwas größer als die Fläche von a. Wie berechnen wir jetzt die Fläche von a? Naja, wir gehen so vor. Wir berechnen zunächst die Fläche zwischen f und der x-Achse. Das heißt, das Integral von 2 bis 7 von f von x dx, das ist gleich minus 5x hoch 3 plus 195x² halbe minus 330x mit den Grenzen 2 bis 7. Und setzen wir die Grenzen ein, erhalten wir 1062,5. Weiters berechnen wir die Fläche zwischen g und der x-Achse. Das heißt, wir haben das Integral von 4 bis 7 von g von x dx, das ist 8x hoch 3 durch 3 plus 6x² minus 176 mal x in den Grenzen 4 bis 7. Und das ist gleich 414. Und um jetzt den Flächeninhalt a zu erhalten, müssen wir einfach die Fläche von f und der x-Achse von der Fläche von g und der x-Achse subtrahieren. Das heißt, der Flächeninhalt a ist gleich 648,5. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.